da wieder hinter mir führt. Leute, meine Fresse, du. Wow. Oh, bist du nicht Lotto? Lotto King. Sag mal, Karl? Ach nee, oder Achim? Lotto King Achim? Was bist du denn für eine Pfeife? Oh, kennst du mich nicht? Ich bin der Tiger. Ah, yes. Ich bin der Tiger vom Kiez, ne? Ah. Und ich heiße Tim Tupé, nicht Tim Tupé? Tim Tulpe heiße ich. Tulpe? Ja, Tupé ist ja bekannt, aber Tulpe bin ich. Ja, und zwar, ich übe ordentlich, ne? Immer auf dem Kiez in der Ritze, da boxe ich immer, ne? Da boxe ich immer, deswegen bin ich auch fit, ne? Und was machst du hier? Was ich hier mache, ich war da auch mein Kumpel Cash Kaiser, der kommt nachher vorbei, wir wollen uns ein bisschen den Kiez anschauen. Ach. Ne, weil da wird ja jetzt, wird ja ein heißer, wie sag mal so schön? Herbst. Ein heißer Herbst. Es wird gedreht, September, Oktober, November, Dezember, auf dem Kiez, alleine schon von Amazon oder Amazon. Ne, die kommen ja mit geile Filmprojekte raus. Mhm. So, und Leute, wer Bock hat, der kann sich gerne bewerben bei Rico Cars, denn bei ich komme nicht aus der Branche, keine Ahnung. Hier, Kiez-Komparse, ich denke, du kommst vom Kiez. Ja, stimmt. Kiez-Komparse. Ja. Ach ja, ich wusste gar nicht, was sie machen. Ich noch dachte, die, ich dachte, die stellen Margarine her. Nein, das gibt es noch Kiez-Komparse, Rico Cars. Ach, so viel. Extra Paces. Ach du meine Güte. Und dann gibt es auch noch Bavaria, ne, was Michael Damm gemacht hat. Aha. Das gibt es heute auch noch. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Mhm. Auch die suchen, habe ich noch was vergessen, da du ja vom Kiez kommst. Ach, weißt du was, am besten, ich frage nachher noch mal Cash Kaiser. Ja, das frage ich mal, aber ich habe auch eine tolle Idee, weißt du, ich war vor kurzem beim großen See, ne? Und da habe ich mal auf die Surfer geguckt, ne? Die haben immer so ein Surfbrett und dann machen die immer so, ne? Und das kann ich ja auch, ne? Und dann ist da eine Frau plötzlich gekommen und hat mit ihrem Smart da vor meiner Tür geparkt. Ich komme nicht aus dem Auto aussteigen, klopft sie an, sag was, bitte sehr. Sagt sie, ich will hier parken. Ich sag, ich will hier essen. Ich stehe hier immer. Sehen Sie nicht, dass ich auf die Surfer gucke? Komm mal bitte zum Potter. Ja, und so ist das nämlich. Und das ist so eine tolle Rolle, ne? Da kann ich doch auch mitspielen, ne? Sag mal, haben Sie sich irgendwie mal als Kind zu heiß gebadet oder mit einem Klammerappen gepudert? Das ist jetzt aber gemeint. Oder hast du zu viel als Boxer auf die Glocke bekommen? Ich glaube ja, ne? Oh. Also belästige mich nicht, ich warte jetzt auf meinen Freund Cash Kaiser. Oh, ich glaube, wir sehen uns wieder. Tschüss. Ciao. Hey, ja, Fachi, was geht? Wie geht's dir? Gut. Du, ich bin über so einen Zwerg gestolpert, der ist laut auf der Straße. Ja. Ach, ein Kickboxer. Tiger-Kalle stand da drauf. Ja, egal. Hast du den auch gesehen? Hab ich auch gesehen, aber cool. Was soll's, ne? Das ging ja darum, er fragte ja auch diese Bevölkerung, der hat mir noch irgendein vom Smart erzählt. Ich habe erst gedacht, will eine Smart rauchen, aber nein, ne? So, egal, aber... Aber der kann gut an der Höhle drehen, was? Die Höhle ist so hoch, er auch, ne? Ja, da werden sie ihn fragen, steh doch mal auf, dann sagt er, ich stehe schon. Aber wir hatten gesprochen über Komparsen und Kleindarsteller-Agenturen. Genau. Da habe ich gesagt, ja, wenn er Cash Kaiser trifft, aber er weiß ja nicht, wie du aussiehst. Nee, genau. Gesagt, hat auch nicht gesagt. Zum Beispiel in Hamburg. Ja. Ich kenne Kiez-Komparsen, dann Extra Faces, dann Rico Cars. Rico Cars, genau. Dann gibt es noch. Was gibt's sonst noch? Komparsenfischer. Ach ja, die sind in Schleswig-Holstein. Ja, Komparsenfischer. Ja, die machen ja auch in Hamburg und so, ne? Ab und zu nach Hamburg. Da war da noch irgendwas aus München. Ja, in München, genau. Producers Friends, nicht? Ja, und dann war da noch irgendwie, gab es noch mehr, ne? Jo, da habe ich mich auch irgendwo, da habe ich bis heute nichts gehört. Nö, komm. Meistens kriege ich immer von Extra, von Kiez, von Heike Record. Ja, das sind so meine Favoriten. Ja. Komparsentisch hat auch ab und zu, aber wie gesagt, ich habe natürlich keinen Bock nach Sylt zu fahren, ne? Nee, für Nase sowieso. Nee, du fährst lieber nach München. Ich habe gehört, du machst so Münchner Filme. Hast ja, Hauptrolle habe ich nicht. Auch nur so ein kleiner Nebenläufer, so ein Kleindarsteller, denke ich mal, ne? So, aber wir haben ja Bescheid bekommen von denen aus München, und zwar hier
was du ihm sagtest hier, Bavaria, die Bavaria, ja, Producers Fernsehen, ja, genau. Ja, der kommt doch jetzt auch in November oder Oktober, oder wann kommt das? Ach ja, stimmt, mehr. Genau, gefesselt, ich glaube. Gefesselt, ja. Die Leichen ja irgendwie, ja. Was weiß ich, in der Plastiktüte und dann irgendwie mit Säure übergekippt oder Wahnsinn. Was weiß ich, ne? Was die sich einfallen lassen, ja. Das haben sie Honka gemacht, das war schon grausam. Ja. Naja, und dann kommt Säure ja auch noch die Nutella-Bande. Auch noch. Ne, ist ja auch noch, und dann kommt ja noch irgendein. Aber den Namen habe ich leider vergessen und ich darf dir auch nicht so viel erzählen. Nö. Ne? Hast du verschwiegen, hat beschrieben, hatte ich mal bei Gulli. Nee, das habe ich beim letzten Film gemacht, wo ich glaube, das hieß die Einräumer, kann ich verraten, nicht mehr und nicht weniger. Und wo ich dann irgendwie Pfandflaschen im Automaten treffe. Aber ich habe eine Sprachrolle und war echt geil. Cool. So, aber mehr darf ich auch nicht sagen, über den Film müsst ihr euch angucken. Mhm. Und den anderen, den wir letztens gedreht haben, der war auch von Amazon. Mhm. Das war auch im Backstage-Bereich. Mhm. Ich als Rocker mit noch einem Kumpel. Mhm. Wir waren als Rocker und dann eine junge Sängerin kam dann da runter und, ne, und alle haben sich die Pillen reingeschmissen. Und dann liefen die raus und wir standen da wie zwei Dunkel. So, aber so kann es auch gut laufen. Ne? Aber ihr sah gut aus, nicht? Im Film. Wir sahen schön rockermäßig. Und das muss ja sein, hinter der Bühne, nicht verstehen. Nur immer, wart ihr Bodyguards oder? Normale, ja, ganz normale Backstage, VIP-Kunden, so, ja. Und nicht mehr und nicht weniger. Naja, okay, Leute, wenn ihr Bock habt, bewerbt euch bitte mal bei Extra Faces. Kitschkompaten. Producers Friends. Rico Kars. Und? Ja, Schleswig-Holstein. Ja, Kompanenfischer. So Leute, haut rein, bis dann. Ciao, ciao. Viel Erfolg bei der Bewerbung. Ne?